Hi, mein Name ist Sergei Kalich, ich bin Maschinenbauingenieur. Ich habe übrigens gerade eben zu demselben Thema in Englisch ein Video gemacht. Wenn ich das eh alles schon aufbereitet habe, dann dachte ich mir, mache ich doch auch auf Deutsch ein Video dazu. Und zwar geht es wieder ein bisschen über die Kraft. War eigentlich nicht mehr eingeplant, dass ich darüber spreche, aber warum nicht? Diesmal beleuchte ich ein bisschen einen anderen Aspekt. Was ist eigentlich die Kraft? Die Kraft ist ja Masse multipliziert mit der Beschleunigung. Es kann auch Erdbeschleunigung sein. Und hier habe ich mal, und das ist diese andere Sichtweise auf das Ganze, habe ich mal die Einheiten aufgeschrieben. Die Einheit für die Kraft ist Newton, für die Masse Kilogramm und für die Beschleunigung Masse pro Sekunde Quadrat. Meter pro Sekunde Quadrat, Entschuldigung. Was die wenigsten nutzen, aber was jeder nutzen kann, ist, das ist ja der andere Weg, um Newton darzustellen. Das heißt, wenn du mit Einheiten irgendwie nicht vorankommst, und du denkst, irgendwas passt hier nicht und du brauchst eine andere Möglichkeit, Newton darzustellen, dann schreibst du einfach anstatt Newton Kilogramm mal Masse Meter pro Sekunde Quadrat. Oder du stellst das Ganze um und hast andere Möglichkeit, Kilogramm darzustellen. Newton mal Sekunde Quadrat pro Meter. Oder du hast die andere Möglichkeit, Meter darzustellen. Newton pro Sekunde Quadrat durch Kilogramm. Oder die andere Möglichkeit, Sekunde darzustellen. Wurzel aus Kilogramm mal Meter und das Ganze durch Newton. Gut, hier habe ich nochmal bei dem anderen Video etwas angesprochen, was ich in diesem Kanal oft angesprochen habe, aber ich wiederhole es nochmal. Es sind drei Punkte, die wichtig sind bei einer Kraft. Kraftrichtung, das symbolisiert dieser Pfeil. Jede Kraft ist eine vektorielle Größe und die hat irgendeine Richtung. Angriffspunkt der Kraft, ob ich mit derselben Kraft und mit derselben Kraftrichtung hier angreife oder hier angreife, verursache ich andere Bewegungen im System und natürlich die Größe der Kraft. Es ist wichtig zu wissen, ist meine Kraft jetzt groß, betragsmäßig oder ist es irgendwas ganz Kleines? Ich hoffe, das Video war für dich, wenn auch nur kurz, auffrischend und hilfreich. Schreib mir Kommentare, wenn du irgendwelche Wünsche hast. Ansonsten, wir sehen uns bald wieder. Bis dann und trotz der unruhigen Lage jetzt, Gottes Segen.